Hallo und herzlich willkommen zum Bausimulator. Ja, ich hatte keinen Titel dazu. Construction Simulator, was auch immer. Die zweite Folge. Ich bin heute nochmal alleine, weil ich das einfach gerade in der Reihe aufnehme. Und ja, ich muss dann noch schneiden. Mal gucken. Soll es jetzt nicht interessieren. Wir waren bei der letzten Folge stehen geblieben, dass wir den Supermarkt mit Strom versorgt haben. Allerdings ist ja jetzt immer noch die Laterne auf das Dach gehauen. Kracht, wie auch immer. Guck mal, wir haben sogar drei verschiedene Kräne. Sorry. Und die müssen wir runterheben. Das machen wir mit dem Turmdrehkran auf der anderen Baustelle. Weißt du, wegen Turm drehen und das ist ein Kran. So heißt der wirklich. So hat er zu Harper, zumindest hat er den so genannt. Oh, wir haben 25.000, fast 26.000 Credits. Cool. Krane. Oh, da fehlen die Strichel. Werden auf Baustellen eingesetzt, um leichte. A, okay, das ist leichte. Und mittelschwere lassen. B, okay, C ist dann wahrscheinlich sehr schwer. In erhöhte Position zu heben oder Betonarbeiten. Das ist Beton, okay. Diese ganzen Symbole, ne? Mit Betonkübeln zu verrichten. Ah, okay, da hängt da so ein Betonding dran und dann kann man dann Beton arbeiten, was auch immer. Schnelleinsatzkräne und Turmdrehkräne funktionieren auf ähnliche Weise. Beide können sich um ihre eigene Achse drehen und bewegen Lasten mit dem Kranhaken, der auf der Laufkatze bewegt wird. Das ist das Ding, wo das da. Auf Baustellen können ausschließlich mit auf den gekennzeichneten Kranplatz aufgebaut werden. Auf Baustellen können sie. Genau. Kräne werden auf Baustellen mit dem gekennzeichneten Bereich aufgebaut. Stelle dich neben den Kranplatz, halte G gedrückt. Ja. Das sollte jetzt erstmal nicht so relevant sein. Die Medien oder gekauften Kranplatz, das Menü über das Fahrzeughandel. Das ist übrigens B. Kran einzusteigen, musst du dich in die Nähe des Kran. Okay, G drücken. Aha. Den Kran drehst du eine Laufkatze vor und zurück. Ist mit W und S. Okay, ist einleuchtend. Kranhaken mit Pfeiltasten. Okay, es ist ja wenigstens einfacher als dieses ganze Teleskoparm-Ding. Senke und hebe Kranhaken. Ja, okay. Wird mit Leertaste. Manche Lasten müssen gedreht werden. Okay. Betonkübel sind Baustellen. Gucken wir uns anders an. Jetzt sind wir auf jeden Fall mit dem Kran drin. Also Kameras auf dem Ding. Was ist das? Keine Ahnung. Wir können Kran fahren. Ja. Ach so, das ist das Symbol vom Haken, wo es drüber ist. Sehr praktisch. Und senken. Man sieht sogar, wenn er schwingt. Wow. Das passt. Eben was hoch. Oh ja. Der hat einen netten Abdruck hinterlassen. Das ist interessant. Also, das ist ein Motor im Haken, oder? Wie ist das? Ui, 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 ui. Ja, okay. Last schwingen. Das sollte man vielleicht beachten. Besonders angehangene. Nee, warte. S. So. Ich glaube, ein bisschen muss es noch hinter. Solange wir noch Vorgaben haben, wo wir es hin tun können, ist es ja. Geht es ja noch. Hast. Es werde Licht abgeschlossen. Uiuiui. Ein Sammelobjekt. Ein Sammelobjekt. Jawohl. Warte, was soll ich jetzt machen? Steige in den Pritschenwagen. Und einsteigen. Wir brauchen ein paar Materialien vom Baustoffhandel. Ich glaube, wir müssen erst den Kran entfahren. Ui. Nicht den Dings kaputt machen. So, das einfahren. Außerdem müssen wir den noch so zurückdrehen. Ach so, okay. Wir können ihn einfach zurücksetzen. Schön. Ich dachte schon, ich muss ihn jetzt wieder. Fahrmodus. Ich dachte, ich muss den jetzt manuell zurückfahren. Aber es gibt ein Outdoor-Dings dafür. Folge der Markierung, bis den Zielort erreicht.
Warum muss ich so rumfahren? Okay, es ist Tutorial. Ich habe schlechte Erfahrungen mit, sagen wir mal so, Tutorial skippen und so. Es ist zum Beispiel Notruf ist da ja sehr empfindlich. Sollte man nicht machen. Dann sind manche Spiele nämlich verwirrt und denken sich, der macht ja gar nicht das, was ich ihm gesagt habe. Das geht nicht. Ich stürze ab. Bei Baustrahler ist es nicht gut gesichert. Ui. Ich finde, hier sieht man sehr schön die verschiedenen Szenarien, die wir auch in Notruf haben, in Emergency haben. So kleine Arbeiten, also mit der Lüdenscheid-Modifikation halt auch mit, ne? Oder Wuppertal. Das ist da alles so hier dann, wo man halt die Leute rufen würde, wenn es halt wirklich brenzlig ist. Und jetzt machen wir auch ein bisschen das, was man dann genau macht, sozusagen, aus dem Bereich hier, aus dem Sektor. Ah, guck mal, steht ein Schirm. Und ja, in meinem Fahrskills muss ich noch üben. Ist mir klar. Sauerstoffhandel entdeckt. Der war vorher versteckt, wisst ihr? Okay, wir haben einen Stapelgabler und Materialien. Neue Ziegel. Ich glaube, wir müssen das Dach reparieren. Ist nur so eine Vermutung. Nachricht von Harpe. Wenn du willst, kannst du die Baumaterialien genauso gut mit dem Gabelstapler aufladen oder wenn wir wissen, noch einmal den Ladekran des Brettschern. Oh, jetzt haben wir sogar eine Auswahl. Wow. Ich glaube, ich nehme den Stapelgabler. Halt zuerst die Dinger auf. Ist das gut? Ja, haben wir lila Fingernägel? Wahrscheinlich blau geschlagen. Stapelgabler. Okay. Ja, okay, können Sie mit G herholen. Palette heran. Gabel senken. Last sichern, okay, ja. Okay. Ja. Müssen die Ladefläche halt wieder öffnen und schließen. Es gibt nur einen Gabelstapler-Typ. Und der ist elektrisch. Neat. Okay. Attached. Und auffahren. Okay, wir haben auch immer so eine Signatur dazu noch, dass wir das da abladen können. Das sind sehr markante Geräusche. Vorwärts. Halt. Abladen. Und rückwärts fahren. Aber nicht schleifen lassen, Dobi. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Nicht gut für die Technik. Brauchen wir noch die Dachziegel. Laden wir auch. Überall mobile Generatoren. Was die für Spritpreise haben? Ja, stimmt, das gibt's ja auch noch. Naja. Upp. Und auch die Ladefläche schließen. Oder was? Nee. Messen wir? Abbaumaterialien liefern. Okay. Ich dachte, ich soll noch irgendwas mit dem machen. Ich habe platziere Dachziegel und platziere Dampffolie gelesen. Kein Plan, was Dampffolie ist. Wird bestimmt noch gezeigt, was das ist, wofür das ist. Na gut, jetzt fahren wir den anderen Weg. Uah, Gott. Guck mal, wir haben jetzt Licht. Achtung, wir haben Ladung geladen. So, fahren wir wieder zurück zum Supermarkt. Was mir auch aufgefallen ist bei der Raft-Folge, habe ich am Anfang voll Elan und laut vor allem
euch zugequatscht mit was wir die letzten Mal gemacht haben. Und es war im Schnitt auch sehr interessant, wie dann die Lautstärke einfach abgenommen hat, nachdem ich sozusagen durch war und nur noch gelabert habe. Zack. Aus. Geh. Und jetzt sollen wir die da hochbringen. Ich nehme den Ball. Hier haben wir nämlich auch den Fotomodus. Cool. Gut, dass ich das jetzt weiß. Mache ich nochmal ein Tutorial oder so. Du. Wir müssen da drüber und runter. Na, nicht ganz. Dahin. Kamera, geh mal näher ran. Sehe nicht. Genau, G, das wollte ich jetzt drücken. Ist das hoch genug? Ja, das ist hoch genug. Nicht gut. Schwingende Paletten, ey. Eieiei. Sind gefährlich. So, sprich mit Harpe. Vielleicht soll ich die Effekte noch ein bisschen leiser machen. Der Supermarktbetreiber ist erleichtert und wir haben hier erstmal eine Sorge weniger. Gerade hat mich aber schon ein weiterer Anruf erreicht. Da ist wohl ein Auto in eine Baugrube gestürzt. Oh nein. Wir treffen uns vor Ort. Ach du meine Güte. Oh, wir treffen uns vor Ort. Oh, geil. 50.000. Uiuiui. Auftrag falsch. Jo, Falschparker. Warum nicht? Na gut, technisch gesehen, er ist falsch geparkt, ja. Aber, gut, da habe ich ja immer einen Folgentitel. Und hui. Also ja, es stand auch im Intro vom Spiel. Der hier angegebene Fahrstil spricht nicht für Realität und ist nur für Unterhaltungszwecke geeignet. Oder so ungefähr stand das dort und ja, nehmt euch kein Beispiel daran im realen Straßenverkehr. Und klettert auch nicht auf irgendwelche Baumaschinen, nur weil es hier gesagt wird, dass ihr gut im Bauen seid. Wo wir Ah, guck mal, wir haben sogar ein interaktives Navi. Das heißt, es erkennt sogar, wenn wir die Richtung wechseln. Krass. Krass, Navi. Das heißt aber auch, ich kann fahren, wie ich will. Das ist das Gute. Also ja, im Sinne nicht von fahren, wie ich will, komplett so. Vielleicht sollte ich dann doch nochmal das Lenkrad wieder rausholen. Das habe ich im letzten Satz weggepackt. Aber ich glaube, hierfür lohnt es sich nochmal das Lenkrad rauszuholen. Und ich mache vielleicht bis zum nächsten Mal auch noch die... Ach, so Polizei ist da beim Falschparker. Mach richtig auch nochmal einen Joystick ein. Och, Herr Jemini. Herr Jemini. Das ist ja gar nicht gut. Soll ich den Sound von dem Steam Greenshots? Greenshots, genau. Screenshots vielleicht rausnehmen. Weiß ich nicht. Lichter gehen wieder an. Es scheint, als wäre die Leitung repariert und das Dorf hat endlich wieder Strom. Wir leben nämlich in meinem Dorf. Wir sind in einem Dorf. Sprich mit Harpe. Da stellt man extra Warnhinweise auf, aber Falschparker gibt es halt immer. Das hat er jetzt davon. Wir sollen das Auto mitsamt des kaputten Leitungsrohres aus der Baugrube bergen und oben zum Schrott auf den Bauhof bringen. Dort bekommst du auch ein neues Rohr für die Gasleitung, das hier dann schleunigst eingebaut werden kann. Stimmt, so eine kaputte Gasleitung und ein Auto. Es ist eine Baustelle, da wird eh nichts sein.
Um das Unfallfahrzeug zu verladen, kannst du auch den Raupenbagger verwenden. Ah, der hat wahrscheinlich auch, dann kannst du so Seile dran machen oder so. Ich mag das Ding nämlich auch nie. Ach, gibt's Dialoge? Toll. Ich denke mal, ich soll das da drauf tun. Okay, Animation, ja gut. Hat andere Qualitäten. Ja, okay. Raupenbagger fahren auf Ketten. Oh Gott. Um vorwärts zu fahren. Halte gleichzeitig Q und E gedrückt, um rückwärts zu fahren. Y und C. Oh Gott. Lieber mit dem Klickern, dass ich 9 Buchstaben... Okay, deshalb kann man auch nicht mit C-Kamera benutzen. Ne? 9 Buchstaben für... Alter. E und Y. Ja, okay. Also diagonal halt. Aha. Das... Okay, nee, warte. Es sind nur 4 Buchstaben. Der Raupenbagger mit W angehoben und mit S aus. Alter, das sind die da belegt, ey. Mit W angehoben und mit S abgesenkt. Der Ausleger hier, denke ich mal. Um den Auslager horizontal zu schwenken, verwende A und D. Keine Ahnung, was horizontal. Horizontal ist quer. Der zweite Auslegerarm wird mit Falltasten bewegt, öffnen und schließlich hoffen mit den, okay, links und rechts, um Erde zu graben. Oh Gott, mich daran zu gewöhnen, das wird lustig. Du kannst mittelschwere Lasten der Gewichtsklasse B mit dem Löffel anheben. Bewege den Löffel im Anhakbereich der Last. Ja, okay, das kennen wir schon. Ja, kennen wir schon. Mobilbagger haben Ketten. Haben keine Ketten, sondern Räder und sind durchaus besonders beweglich. Stabilisiere sie in dem Kontextmenü F, in Funktionsmodus F wechselst. In Funktionsmodus wechselst, bevor du in den Bagger beginnst. Genau, und die können bis A anheben. Genau. Der wendige Kompaktbagger ist eine kleinere Version des Raupenbaggers. Wir müssen jetzt auch nicht alles durchlesen hier gleich zu Beginn. Okay, warte. Oha, die sind sogar... Hier, guck mal hier. Die sind sogar einzeln animiert. Das sollte man, glaube ich, nicht machen. Nur so eine Theorie. Okay. Warte. Hab's gleich. Ah, da hing's fest. So. Das ganz ausstrecken. Den Löffel auch noch. Aber wir baggern das Auto weg. Nee. Eieieiei. Nee. Nein. Ah, okay. Man muss die Spitzen halt hin. Jum. Ja, falsche Taste. Schmeißt ja so ein Auto durch die Gegend. Geil. Ja. Warte, so rum, genau. Aha. Rohr angehangen. Nun nach oben. Soll das auch noch da drauf? Oder wo soll das hin? Okay, weiß man nicht. Ah, okay, das soll daneben. Uiuiui. Wie soll ich das denn da hinbekommen? Nein, das wollte ich nicht. Hilft. Gut, ich hätte auch noch ein bisschen näher ranwagen können.
Das wäre natürlich im Vorhinein schlau gewesen. Guck mal, das sind Baumaschinen, die halten ein bisschen was aus. Muss ich jetzt erstmal mal weiter ranfahren? Komm, es ist eh Schrott. Das Auto aber nicht. Ist schon eins von eins. Ist interessant. So, jetzt sind wir näher ran. Jetzt drehen wir den Bums nochmal. Und senken es so. Danke. Meine Fresse. Hoch. Einklappen. Wir verlassen unseren Arbeitsplatz ja ordentlich, ne? Der Tüter da. Bum, bum. Ja, ist ein Argument. Sonst fällt nämlich alles runter. Zack. Rum, rum. So, runter damit. So. Dann runter. Halt. Hauen wir nochmal gegeneinander. Sehr schön. So. Oh, das Rohr, dass man das nicht einfach ablegen kann, ey. Zack. Ah, das neue Rohr. Komm ich da ran? Jawohl. Jetzt hat das Ding halt. Ausfahren. Rüberschwenken. Halt. So. So. Oh Gott. Jawohl. Haben wir das. Auf in die Höhe. Nee. Ach man, ich denke mal falsch rum. Das ist so ein bisschen nervig. So, das können wir relativ leicht. Wait. Schnellreisen. Es gibt Schnellreisen. Ja. Cool, ich muss nicht immer fahren. Yippie. Nicht weggucken, während man beschleunigt. Nur so eine Idee. Reicht dir das nicht, das Spiel? Nachrichten habe. Das Fahrzeug hat einiges an Erde mit in die Grube gerissen. Steige den Bagger und säubere die Grube. Die Erde kannst du neben der Grube auf den Erdhaufen sammeln. Und ich dachte, es wäre schon vorbei mit. So. Baggern wir halt noch eine Runde. Warte, so rum. Begibt man das Ding. So macht man das Ding. Komm, wir sollen die nächste Leitung aufreißen. Wäre nicht gut, ne? Wir baggern neben der Leitung. Nein. 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 Runter.
Ja, schon besser. Und jetzt noch mehr hier mitnehmen. Ja, genau, das wollte ich. Mist. Nein, oh Gottchen. Warte mal, funktioniert der? Ja. Okay. So, und jetzt hier. Pass auf. Zack. Ja. Ja. Warte. Ich bin verwirrt. Nee. Stecke ich fest? Ja. So, also ich bin das erste Mal Bagger fahren, mein Gott. Ach komm, egal. Ich steig aus. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Ich glaube, es ist ein Stück zurückfahren. Weil die Stützen ja noch ausfahren. Genau. Ah, ich hab's. Finally. Oh, ich nehme erst eine Stunde auf. Defekte Gasleitungen können extrem gefährlich werden. Aber zum Glück konnten wir hier schnell helfen. Wir wurden zu einem weiteren Problem gerufen, unten am Bahndamm. Dort wurde ein Teil der Gleise unterspült. Unsere Unterstützung ist gefragt, damit es später im Berufsverkehr nicht zu Problemen kommt. Ist nicht weit von hier. Wir sehen uns dann gleich dort. Genau, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Mal gucken, wann ich die rausbringe. Wahrscheinlich nicht gleich morgen machen. Aber ja, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Und bis dahin einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!